Nach dem Durchschleusen durch den Tauerntunnel und einer kurzen Weiterfahrt zur Talstation der Mölltaler Gletscherbahnen erreichen wir bei Traumwetter in wenigen Minuten unseren Ausgangspunkt, das Wurtenkäs auf dem Scheik. In der Ferne begrüßt uns der Sonnenblick. Wir aber machen schon bei den ersten Abfahrtsmetern Bekanntschaft mit unterschiedlichsten Schneearten. Doch jetzt heißt es erst einmal anfällen und in einer Dreiviertelstunde zur Frage an der Scharte aufsteigen. In der Scharte werden sofort die Felle abgezogen und im Rucksack verstaut. Von hier können wir den gesamten Verlauf unseres Aufstiegs einsehen. Doch wir freuen uns erst einmal auf die 400 Meter Abfahrt durch die Wintergasse. Und gestern ist heut worden und heut ist bald morgen. Bei prächtigem Bergwetter mit allerbester Fernsicht legen wir wieder einmal die Felle an und nehmen den circa zweieinhalbstündigen Gipfelanstieg in Angriff. Vom Sonnenblick aus gibt's dann ein Gipfelpanorama allererster Klasse. Im Zentrum natürlich der Großglockner. Nach einer Rast bei frühlingshaften Temperaturen erfrischen wir uns noch beim Wetterwart mit Bier und Radler. Die folgende Abfahrt verlangt aufgrund des selektiven Schnees allergrößte Konzentration von uns allen. Ein letztes Mal heißt es wieder anfällen und gerade noch rechtzeitig erreichen wir vor Betriebsschluss des Sessellifts das Skigebiet. In der schwindenden Abendsonne beenden wir dann wieder am Wurtenkäs unsere Tagestour.